Viele von euch kennen sicherlich den Fraymeister. Er kann fast alles perfekt, ist aber auch relativ teuer. Aber natürlich gibt es auch viele Alternativen, so wie den OSSC. Aber in diesem Video verschaffen wir uns einen kleinen Überblick über die Produktreihe von Cinematec, einer deutschen Firma. Natürlich ist das Wichtigste an den Scaler, was man alles anschließen kann und was er ausgibt. Auf der linken Seite haben wir jeweils zweimal SCART, Composite, S-Video und Component. Als Ausgang haben wir BNC-Steckplätze, VGA, wieder Component und DVI, was man natürlich auch über einen Adapter ganz normal zu HDMI umwandeln kann. Möchte man einen schönen Vorher-Nachher-Effekt sehen, kann man auch einfach den Bypass nehmen, eben die BNC-Anschlüsse oder den VGA-Anschluss. Da spuckt er eben das Bild ungefiltert, ungescaled aus. Ansonsten haben wir nur noch einen Serialanschluss, wo wir ihn bedienen können, von einem Computer aus oder eben die Software updaten können. Jetzt wird er vielleicht den ein oder anderen aufgefallen sein, der hat ja weder Eingang noch Ausgang für Ton. Das liegt aber nur an dieses genaue Modell, was ich benutze. Das Nachfolgemodell davon hat schon HDMI-Eingänge und Ausgänge, sowie eben Audio-Ein- und Ausgänge. Aber was ich nicht habe, kann ich auch nicht testen. Also müssen wir mit dem Vorgängermodell vorlieb nehmen. So, wichtig ist natürlich, taugt das Ding überhaupt zu irgendetwas? Also meine persönlichen Erfahrungen sind bis jetzt jein. Das kann aber auch an den Konsolen liegen, glaube aber eher, dass es an den Scaler liegt. Ich habe keinen anderen Scaler, also kann ich es nicht gegentesten. Also Halbbilder in Vollbilder umrechnen, das kann er 1A. Auch die Schärfe ist nach ein paar Feineinstellungen auch relativ okay. Der Lag ist auch kaum zu spüren, außer man ist so besoffen wie ich und trifft hier nicht mal die Mitte. Die Pixel sind voll quadratisch, wellen sich nicht und man sagt ja auch heute dazu Pixel Perfect. Eine Sache, wo er dem Fraymeister voraus ist, beim Umswitchen zwischen 240p und 480i, das macht er nahtlos, aus dem Grund, weil er sich so gesagt nicht umswitcht. Das macht er wirklich nur, wenn ich wieder den Eingang wählen würde. Aber das Einzige, was ich hier wirklich umwende, ist, dass er Bildschirm ein bisschen wackelt. Immer noch besser, als wenn wir um die 10 Sekunden kein Bild haben. Aber jetzt auch zu kleinen Problemen, in die auf jeden Fall ich gerannt bin. Kann auch sein, dass ich zu doof zum Einstellen bin, aber ich habe alles geguckt, durchsucht, das Handbuch durchgelesen. Ich habe es zwar wegbekommen, aber zu einem relativ hohen Preis. Und auch nur beim Super Nintendo. Etwa, ich habe diesen wackelnden Bildschirm oben oder das komplette Bild wackelt ein bisschen vor sich hin, so wie man das von der guten alten PlayStation 2 kennt. Aber stelle ich den sogenannten TV-Mode ein beim Scaler, verschwindet alles Wackelige. Jedoch werden die Halbbilder auch falsch berechnet. Zu sehen hier am Schatten. Bestimmt gibt es auch einen besseren Weg, aber ich habe leider keinen gefunden. Wenn ihr einen wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Und Einstellungsmöglichkeiten gibt's natürlich jede Menge. Natürlich die üblichen Verdächtigen wie Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur etc. etc. Auch wenn das Bild nicht ganz mittig ist oder nicht euren kompletten Bildschirm ausfüllt, könnt ihr das alles nachkonfigurieren, pixelgenau. Dann noch eben manuell einstellen, ob ihr ein PAL-NTSC-Bild bekommt oder falls es eben falsch gestreckt wird, könnt ihr es eben selbst stauchen, das heißt eben, dass es richtig in 4 zu 3 anzeigt. Hier können wir jetzt auch noch einstellen, eben in was das Signal kommt, RGB, Composite oder natürlich, ob wir jetzt nur das Bild durchschleifen wollen, ohne es zu bearbeiten. Und dann natürlich, wie wir das Signal ausgeben wollen, ob wir es digital ausgeben, analog und natürlich noch viele weitere Einstellungen, wo ich selbst sage, ja, okay, so langsam weiß ich jetzt nicht mehr, was man hier einstellen sollte. Natürlich kann man rumprobieren, aber ich lese da lieber in der Anleitung nach. Wenn da jemand wieder mehr Ahnung hat, ab in die Kommentare. So, dann können wir natürlich noch ein bisschen was bearbeiten, das Bild. Es schärfer machen oder versuchen eben Störungsartefakte zu verringern, aber bei einigen Optionen habe ich keinen Unterschied festgestellt. Im Filmmod können wir einstellen, wie der Videoprozessor das Bild behandeln soll. Laut Handbuch gibt es hier alle möglichen Advanced Filmmod-Verfahren, Still-Motion-Verfahren, ausstellen, anstellen, aber insgesamt kann man die nicht ausstellen und ich bin bis jetzt am besten gefahren mit nur GFX und nur SM. So, und wenn ein die Einstellungen nicht reichen, gibt es natürlich auch noch das
Expertenmenü. Da kann man dann wirklich haargenau einstellen, welche Framerate man ausgeben will. Hier sieht man es eben horizontal, Pixel ausgeben, vertikal, die Synchronisationsrate. Und hör mir auf, also da hilft mir das Handbuch auch schon fast nicht mehr weiter. Ich musste es aber bis jetzt nicht umstellen und hier steht auch drin, eben, dass es so Schäden führen kann. Ist ja klar, wenn man Projektor oder so einen Quatsch benutzt und der damit überhaupt nicht arbeiten kann, dann könnte er schon mal hochgehen. Aber für den einen oder anderen wahrscheinlich ziemlich nützlich. Und wenn wir mal kein Bild haben, natürlich hat das Ding auch so einen ganz kleinen Bildschirm, auf den wir auch alles einstellen können, was wir auf dem Bildschirm sehen. So, dann will ich euch jetzt noch ein paar Bilder zeigen von meinem billigen USB-Graber und eben, was dieser Scaler so kann. Und natürlich auch bewegte Bilder. Na, aber erstmal schöne Nahaufnahmen. Erstmal von meinem billigen USB-Graber über Composite. Als nächstes Composite über den Scaler. Und natürlich nachher den größten Unterschied, RGB über den Scaler. Aber natürlich kann er nicht alles. Wo viel Positives ist, ist leider auch ein bisschen was Negatives. Zum Beispiel nimmt er kein 480p an, also Vollbilder außer 240 mag er überhaupt nicht. Ansonsten muss man eben den Bypass aktivieren. Also nur was für alte Konsolen, aber wartet mal, er kann auch keine Scanlines, für die, die es brauchen. Und er hat keinen Sound. Auf jeden Fall mein Modell. Also wenn ihr guckt, dann eher das Nachfolgemodell mit Ton, das würde euch auf jeden Fall ein bisschen Arbeit ersparen. Also wollt ihr nicht viel Geld ausgeben und eure alten Konsolen in neuen Glanz erstrahlen lassen oder unbedingt Let's Play Channel machen, kann ich euch den Cinematic Picture HD blablabla Scaler auf jeden Fall empfehlen, weil der ist relativ billig. Der geht bei eBay so zwischen 100 und 130, manchmal auch ein bisschen mehr, geht er raus. Das ist viel günstiger als xRGB. Und wie gesagt, der hat auch seine Vor- und Nachteile. Das einzige Problem ist, er ist leider nicht ganz so häufig bei eBay anzutreffen. Außer ich habe jetzt seine Preise künstlich erhöht. Passiert manchmal, aber dafür ist, glaube ich, meine Reichweite noch ein bisschen zu niedrig. Vielen Dank fürs Zuschauen und solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt es mir einfach in die Kommentare.